Das Regierungspräsidium Freiburg hat ja gerade die Evakuierungspläne fürs Atomkraftwerk Fessenheim aktualisiert, für den Fall, dass es da ein GAU gibt. Und wir möchten von Ihnen wissen, was ist Ihr Notfallplan für den Moment, wenn die Eilmeldung kommt? Hab mir da noch nie Gedanken drum gemacht, ehrlich gesagt. Wenn man einfach gar nicht davon ausgeht, dass sowas passiert. Ach du Schande. Alles einpacken und möglichst weit weg. Sonst, ja. Eine Flasche Wein nehmen und mich hinhocken und meine letzte Zeit noch genießen. Wenn es soweit ist, setze ich mich ins Auto und fahre 300 Kilometer weit weg. Okay. In die Nähe von Kattenom. Wenn dann mal der Alarm losgeht, dann weiß man auch so, okay, man kommt nicht aus dem Radius raus. Was hast du denn wegzurennen? Das weiß ich jetzt nicht. Also Sie haben nichts vorbereitet? Nee, noch nicht. Müsste ich mal machen. Oh Gott, da habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Ich finde es furchtbar, daran zu denken und deswegen steuere ich das gern von mir weg. Möglichst schnell sich in Richtung Osten bewegen. So schnell wie möglich das Höllental hochkommen, aber das wird schwierig werden. Ich bin ganz ehrlich, ich habe gar keinen Notfallplan. Sie überrumpeln mich jetzt ein bisschen. Ich habe keinen Notfallplan, also gar keinen. Mhm. Null. Das heißt, was tun Sie? Um...